Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen niedlichen Dinosaurier häkeln könnt. Ihr benötigt dazu ein Garn in eurer Wunschfarbe, etwas Füllwatte, einen schwarzen Faden, um später die Augen aufzusticken, eine passende Häkelnadel zu eurem Garn und eine Stopfnadel. Ich benutze ein Polyacrylgarn, was bei 50 Gramm 133 Meter Lauflänge hat und dazu eine Häkelnadel mit der Stärke 2,5. Ich beginne mit dem Körper. Dazu mache ich eine Schlaufe. Ihr könnt auch einen Magic-Ring machen. In diese Schlaufe mache ich nur zwei Luftmaschen. Und dann 6 feste Maschen in die Schlaufe. Am Ende das Loch in der Mitte zuziehen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede feste Masche der vorherigen Runde. Dann komme ich auf insgesamt 12 feste Maschen. Also immer 2 feste Maschen in die Masche der vorherigen Runde. In der nächsten Runde verdoppel ich jede zweite feste Masche. Dann komme ich auf insgesamt 18 feste Maschen. Also eine feste Masche. Ups. In die nächste 2 feste Maschen. Und das Ganze noch 5-mal wiederholen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede dritte feste Masche, dass wir auf insgesamt 24 feste Maschen in der nächsten Runde kommen. Also 2 feste Maschen häkeln. In die dritte mache ich 2 feste Maschen und das Ganze noch 5-mal wiederholen. Hier drauf häkeln wir nun 4 Runden. Dann zählt ihr entweder 4-mal bis 24. Oder legt euch einen Faden als Markierung rein und häkelt 4-mal rum, bis ihr an dieser Stelle wieder angekommen seid. Nach diesen 4 Runden beginnen wir mit Abnahmen, aber die machen wir nur an einer Seite und nicht über die ganze Runde verteilt. Wir häkeln jetzt erstmal 6 feste Maschen. Und nun nehmen wir 6 Abnahmen vor. Also wir häkeln jetzt 6-mal hintereinander immer 2 Maschen zusammen. Um die Runde zu beenden, häkeln wir danach wieder 6 feste Maschen. In der nächsten Runde machen wir das ähnlich. Diesmal häkeln wir erstmal 3 feste Maschen. Und häkeln nun wieder 6-mal 2 feste Maschen zusammen. Also machen nun wieder 6 Abnahmen. Und
Und um die Runde zu beenden, häkeln wir nun wieder 3 feste Maschen. In der nun kommenden Runde nehmen wir nur noch 2 Abnahmen vor. Dazu häkeln wir erstmal 4 feste Maschen. Und häkeln nun 2-mal 2 Maschen zusammen. Und häkeln jetzt wieder 4 feste Maschen, um die Runde zu beenden. Den Faden brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir stopfen das Ganze nun schon mit Füllwatte aus. Und hier drauf häkeln wir nun 4 Runden mit jeweils 10 festen Maschen. Ihr könnt nun entweder 4x bis 10 zählen oder legt euch wieder einen Faden als Markierungsfaden rein und häkelt 4-mal rund, bis ihr an dieser Stelle wieder angekommen seid. Nach diesen 4 Runden machen wir noch eine Kettmasche, schneiden den Faden etwas länger ab, den Markierungsfaden können wir auch rausziehen und stopfen in den Hals jetzt auch noch etwas Füllwatte rein. Wir machen nun weiter mit dem Kopf. Hierzu beginne ich auch wieder mit einer Schlaufe oder ihr könnt auch einen Fadenring machen. Mache 2 Luftmaschen hier rein und 6 feste Maschen in diese Schlaufe. Loch zuziehen. In der nächsten Runde, wie beim Körper auch, jede feste Masche der vorherigen Runde verdoppeln. Dann kommen wir auf insgesamt 12 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppeln wir auch wieder 6 feste Maschen, also jede zweite, also eine feste Masche, in die nächste 2 und das Ganze noch 5-mal wiederholen. Nun häkeln wir eine Runde mit 18 feste Maschen hier drauf. In der nächsten Runde nehmen wir 3 Abnahmen vor. Das heißt, ich häkel jede 5. und 6. feste Masche zusammen. Also häkel ich erstmal 4 feste Maschen und die 5. und 6. häkel ich zusammen und das Ganze noch 2-mal. In der nächsten Runde häkeln wir erstmal 6 feste Maschen. Und die nächsten 3 festen Maschen verdoppeln wir. Also in die nächsten 3 feste Maschen immer 2 feste Maschen reinhäkeln. Und anschließend häkeln wir wieder 6 feste Maschen, um die Runde zu beenden. Nun hat unsere Runde wieder 18 feste Maschen. Und so häkeln wir nun 2 Runden mit jeweils 18 festen Maschen noch hier drauf. Nach diesen 2 Runden beginnen wir mit den Abnahmen. Ich nehme in der nächsten Runde 6 feste Maschen ab, das heißt, ich häkle jede 2. und 3. feste Masche zusammen. Also immer eine feste Masche
und die zweite und dritte zusammenhäkeln. Insgesamt machen wir das 6-mal. In der nächsten Runde häkeln wir immer 2 Maschen zusammen und das auch insgesamt 6-mal. Zwischendurch, bevor das Loch hier hinten zu klein wird, nehmen wir wieder etwas Füllwatte und stopfen den Kopf aus. Und fahren dann mit unseren Abnahmen fort. Zum Schluss schneiden wir den Faden ab, nehmen unsere Stopfnadel und schließen damit hier hinten noch die Öffnung. Faden anschließend noch vernähen. Und abschneiden. Wir machen nun weiter mit dem Schwänzchen. Hierzu beginne ich auch wieder mit einer Schlaufe und mache 2 Luftmaschen hier rein. Und nun 4 feste Maschen in die Schlaufe. Das wird jetzt etwas kniffliger, weil wir nur 4 feste Maschen hier reinhäkeln. Und in der nächsten Runde verdoppeln wir nur eine feste Masche in der Runde. Wo ihr diese macht, ist egal. Dann habt ihr in der nächsten Runde 5 feste Maschen. Also ich verdoppel hier die zweite feste Masche, da häkle ich 2 rein, dann mache ich jetzt noch eine dritte und vierte von der vorherigen Runde und habe insgesamt in dieser Runde nun 5 feste Maschen. Und so verdoppel ich nun in jeder kommenden Runde immer nur irgendwo in der Runde eine feste Masche. So wird das immer weiter. Und die letzte Runde sollte dann 12 feste Maschen haben. Also in jeder Runde immer eine Masche verdoppeln, so wird jede Runde immer um eine Masche größer. Und das so lange, bis eure letzte Runde 12 feste Maschen hat. Wenn ihr in jeder Runde immer nur eine feste Masche verdoppelt habt, sollte das am Ende so aussehen. Dann schließen wir das Ganze mit einer Kettmasche ab. Eure letzte Runde hat 12 feste Maschen. Den Faden schneiden wir etwas länger ab. Auch hier stopfen wir wieder etwas Füllwatte rein. Und nun fehlen nur noch die Beinchen. Ich beginne wieder mit einer Schlaufe und 2 Luftmaschen und 6 feste Maschen in diese Schlaufe.
Die nächste Runde verdoppel ich jede feste Masche der vorherigen Runde. Dann komme ich auf insgesamt 12 feste Maschen. In der nächsten Runde häkle ich jede zweite und dritte feste Masche zusammen. Dann komme ich am Ende auf 8 feste Maschen, also eine feste Masche, die zweite und dritte zusammen häkeln und das Ganze noch 3-mal wiederholen. Und hier drauf häkelt ihr nun noch 2 Runden mit jeweils 8 festen Maschen. Das Ganze schließen wir mit einer Kettmasche ab, den Faden etwas länger abschneiden. Wir nehmen ein klein bisschen Füllwatte und stopfen das Ganze noch aus. Und so häkelt ihr noch 3 weitere Beinchen. Danach können wir auch schon das Ganze zusammennähen. Als erstes nähe ich den Kopf an den Körper. Schaut bei dem Kopf, wo ihr die 3 Zunahmen gemacht habt, weil die sollen nach oben. Das Ganze noch ein bisschen zurechtdrücken. Dann platzieren wir den Kopf so hier drauf und nähen diesen so feste, indem wir immer abwechselnd einmal mit der Nadel durch den Kopf gehen und dann durch den Rand von dem Hals. Ganz zum Schluss könnt ihr auch, um den Kopf noch etwas mehr Form zu verleihen, von der Mitte hier unten vorne am Kopf gerade nach hier oben durchstechen. Und dann genauso wieder zurück. Und das Ganze ein bisschen feste ziehen, dass ihr das so ein bisschen hier reinzieht. Faden dann noch etwas vernähen und abschneiden. Nun nähe ich als nächstes das Schwänzchen feste. Dazu schaut ihr, wie der Dino nachher sitzen soll. Drückt den so ein bisschen auf den Untergrund und dann das Schwänzchen so auch aufliegend hinten dran und genau so nähen wir das nun feste. Zum Schluss den Faden noch etwas vernähen und abschneiden und schaut, wo ihr die Beinchen genau hinhaben wollt und näht sie dann so feste. Wenn ihr alle 4 Beinchen festgenäht habt, fehlen nur noch die Augen.
Dazu nehmen wir ein Stück schwarzen Faden. Den ziehe ich von hier hinten durch bis in diesen Knick. Und schaue, wo ich die Augen hinhaben will. Eins möchte ich hier. Eins ein Stückchen weiter. Und so sticke ich noch ein paar Mal auf der Stelle, dass sie noch ein bisschen dicker werden. Am Ende den Faden einfach. Ja. Nach hier hinten durchziehen. Und abschneiden. Und schon ist euer Dino fertig. Wenn ihr noch in die Augen zwei kleine weiße Punkte reinstickt, dann sieht es noch ein bisschen lebendiger aus. Muss aber nicht unbedingt. Ihr könnt ihn in verschiedenen Farben häkeln, dann sieht er noch direkt ganz anders aus. Vielleicht auch noch kleine Pünktchen draufsticken. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Viel Spaß beim Nachhäkeln!